das Beste von Pearl TV. Und da haben wir heute wieder was, was so beliebt ist, dass es sehr oft ausverkauft ist. Aber wir haben jetzt etwas für Sie lieferbar. Und zwar sind das unsere Sprachübersetzer, die Ihnen diese ganzen Bücher ersetzen. Richtig? Zwei Sprachübersetzer habe ich Ihnen mitgebracht. Und das sind wirklich absolute Granaten. Also es gibt keines von den beiden, was nicht ständig nachgefragt wird. Die sind so beliebt derzeit bei uns, die Sprachübersetzer, denn die, und das sagt ja auch schon der Name, sprechen für Sie Sprachen. Ja, das heißt, Sie müssen nicht jedes Wort mehr nachschlagen, so wie man das früher gemacht hat und sich dann abgebrochen hat mit der Aussprache und dann auch noch Wort für Wort übersetzen musste und das auch noch in Sätze fügen musste, sondern so sieht ein Sprachübersetzer heute aus. Ganz klein, handlich, kleiner als ein Handy. Und schauen Sie mal, das ist unsere Rosé White Edition, unsere Sonderedition. Die ist sehr, sehr edel. Gerade so Rosé ist ja dieses Jahr wieder sehr, sehr stark angesagt. Mein Kleid geht auch so in den Rosé-Ton. Und das ist jetzt ein Sprachübersetzer, der spricht für Sie 75 Sprachen. Und das wirklich sehr, sehr flüssig und übersetzt sofort. Das geht ganz einfach. Man stellt einfach hier die Sprache ein, die Sie sprechen. Und dann die Sprache, das ist dann das jeweilige Land, wo Sie hinreisen und möchten sich mit demjenigen unterhalten. Und jetzt schauen Sie mal, das ist hier so schön auch angeordnet. Also, Ingo, fallen dir auf Anhieb 75 Sprachen ein? Sei mal ehrlich. Nee, ganz bestimmt nicht. Also wenn ich schätzen könnte, wie viele Sprachen es überhaupt gibt, würde ich auch nicht auf 75 Sprachen kommen, glaube ich. Weil ich würde und sprechen schon überhaupt gar nicht. Wie viele Sprachen sprichst du denn? Meine Muttersprache und Englisch. Ja. Ja, das da hört es dann auch schon auf. Ja, das war es bei fast allen schon, ne? Eben. Aber hier hat man halt die Welt offen mit 75 Sprachen. Überlegen Sie mal. Egal, wo Sie sind auf der Welt. Also ich glaube wirklich, das deckt die ganze Welt ab. Kann man sich damit dann unterhalten? Jetzt richtig? Sind wir hier, du sprichst ja Englisch, Diana spricht Russisch. Mit welcher Sprache möchte ich denn gerne anfangen? Sollen wir mal was Russisches? Spanien. Nein, Russisch. Kannst du Spanisch? Okay. Ich suche jetzt erstmal Russisch, okay? Weil ich möchte mich ja gerne mit Diana unterhalten. Jetzt suche ich mir das hier raus. Das ist schön alphabetisch geordnet, schauen Sie mal. Jetzt sind wir hier gerade bei Spanisch, Französisch, Indonesisch, Isländisch. Da wüsste ich gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich wusste gleich, dass Island eine eigene Sprache hat. Siehst du, jetzt wo du sagst, Malaiisch, also Wahnsinn. Schauen Sie mal, wie viele Sprachen. Polnisch, Portugiesisch und jetzt kommen wir gleich zu R wie Russisch. So, und jetzt drücke ich hier drauf und spreche hinein. In 2 Sekunden wird es mir übersetzt und später drückt Diana hier drauf und antwortet mir und mir wird es dann auf Deutsch übersetzt. Wir machen das einfach mal, oder? Ja, gerne. Hallo, wie geht es dir? Und jetzt drückt man hier einfach nur drauf und dann wird einem das hier sofort übersetzt. Привет, как дела? Ich wiederhole nochmal. Привет, как дела? Und jetzt meine erste Frage an Diana. Diana, wie ist denn die Aussprache, die Grammatik? Das ist super Grammatik, das ist so schnell, das ist Wahnsinn. Ja, weniger Sekunde und ja, mit Intonation auch, ja, cool. Warte. Привет, у меня все хорошо. Как у тебя дела? Hallo, bei mir ist alles gut. Wie geht es dir? Cool, oder? Und diese, wie geht es dir? Ja. Und jetzt könnten wir natürlich ein Gespräch führen. Sie stellen sich jetzt einfach die Situation vor. Sie sind im Urlaub, Sie kennen sich nicht aus, Sie wissen nicht, was könnte man unternehmen. Oder Sie waren am Buffet, haben was Falsches gegessen. Das hat man ja auch ganz häufig so. Und jetzt geht man in die Apotheke. Man hat zwar noch so ein paar Brocken, die man vielleicht aus der Schule von Russisch oder Englisch kennt, aber hat dann auch Angst, was in der Apotheke zu bestellen oder was zu kaufen, was dann gar nicht meinetwegen gegen Magenkrämpfe sind, sondern vielleicht gegen irgendein anderes Problem. Und da nehmen Sie jetzt hier Ihren Sprachübersetzer mit und fragen zum Beispiel, ich habe etwas Falsches gegessen, können Sie mir etwas geben? Ja, weil das ist ja manchmal wirklich so, ne? So, jetzt laufe ich wieder in die Apotheke. Diana ist meine Apothekerin des Vertrauens. Okay. Da, конечно. Ja, natürlich. Kanishma heißt natürlich. Und was? Ich dachte, du weißt gar nicht, dir geben. Gib mir irgendeine Pille und dann ist Ruhe. Nein, aber wir lachen jetzt, aber das kann ja wirklich auch so ein kleiner Lebensretter sein, ne? Wenn man irgendwo im Ausland ist und dann hat man was, ist man ja eh so nervös. Und es kommt dann auch häufig, wenn du was Falsches gegessen hast oder getrunken hast, dass man dann eben irgendwie ständig zur Toilette muss. Jetzt will man aber etwas unternehmen, Sehenswürdigkeiten sehen. Da will ich ja nicht die ganze Zeit im Hotelzimmer liegen. Flach, weil
ich Kopfschmerzen habe oder Bauchschmerzen, dann möchte ich mir Abhilfe schaffen. Aber zum Beispiel auch schöne Themen, wie zum Beispiel das Land besser erleben und kennenlernen, Land und Leute, auf Märkte gehen. Und gerade, es gibt ja so Länder, die stehen da total drauf, wenn du auf Märkte gehst und dann mit denen handelst. Das macht ihnen ja richtig viel Spaß, ne? Ja, ja. Und mit so einem Sprachübersetzer kannst du auch handeln. Ja, es ist, ich fand das auch so faszinierend. Als du reingesprochen hast, hast du ja nicht irgendwie, mir geht es nicht gut, können Sie mir, du hast ja richtig normal, mir geht es nicht gut, können Sie mir irgendwas empfehlen? Also man muss nicht mal besonders deutlich oder ja, klar sprechen, der versteht einfach alles. Und das ist wirklich super schnell auch zu übersetzen. Ganz toll. Irre. Und es hilft einfach beim Kommunizieren. Man ist ja mehr dann unter Leuten auch, wenn man sich mit denen unterhalten kann. Sonst sitzt man ja da wirklich wie ein Fremder in einem Land und man knüpft keine Bekanntschaften. Damit kann man ja richtig Kontakte knüpfen auch. Das stimmt. Und das ist eben das Schöne. Man kann kommunizieren. Und manchmal hat man ja auch so eine Hemmung, so eine Hemmschwelle, ne? Dass man sagt, okay, ich hatte zwar mal in der Schule Französisch oder Italienisch, aber das ist schon echt lange her. Jetzt traue ich mich gar nicht, das auszusprechen, ne? Und dann verzichtet man ja auch auf vieles. Vielleicht auch auf der Speisekarte, da kennt man ja vieles nicht. Und dann könnte man ja den Kellner fragen, können Sie mir etwas empfehlen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem russischen Restaurant bin, dann sagt man einfach, hallo, ich bin Vegetarier, haben Sie ein leckeres Gericht auch ohne Fleisch? Kann ja mal sein. Oder Sie haben irgendeine Allergie. Sehen Sie, und jetzt könntest du mir was empfehlen. Jetzt bin ich gespannt, was Diana empfiehlt. Здравствуйте, конечно. Хотите вы попробовать вкусный рис с овощами? Да, конечно. Хотите попробовать вкусный рис с овощами и грибами? С овощами? Ja, natürlich. Möchten Sie köstlichen Reis mit Gemüse und Pilzen probieren? Das ist mein Lieblingsgericht. Reis mit Gemüse, nehme ich. Und Pilze. Und Pilzen. Und Pilzen. Du magst Pilze. Nein, irre. Das ist unser Echtzeit-Sprachübersetzer in Weiß mit 75 Sprachen mit der Bestellnummer NX4677569 für Sie zum TV-Sonderpreis von 89,95 Euro. Die sind sehr oft ausverkauft und gerade jetzt haben wir wieder diesen TV-Sonderpreis. Es ist lieferbar. Er ist lieferbar. Unser Echtzeit-Sprachübersetzer in Weiß mit der Bestellnummer NX4677569 kann man auch gut zum Sprachenlernen mal benutzen. Ne? Ja, viele haben ja jetzt die Zeit. Ne, und nehmen Sie sich ja auch mal vor, eine Sprache zu lernen. Du hast schon recht, Ingo, da kann man das ja auch nutzen. Genau, aber wir haben noch eine Klasse höher. Wir haben unser Spitzenmodell. Unser Deluxe-Modell. Unser Deluxe. Also Deluxe ist es für mich alleine schon, wenn ich mal Ihnen den Rücken zeigen darf. Ja, seid ihr diese schicke Lederoptik. Also sieht ganz, ganz edel aus. Sehr, sehr schick gemacht. Und dann drehen wir ihn mal um. Und da ist wirklich, da sieht man, das ist schon die Deluxe-Version. Auch hier haben wir jetzt einen Sprachübersetzer. Aber das ist ein ganz besonderes Modell. Denn der spricht für Sie ebenfalls 75 Sprachen, aber der kann noch mehr. Und das zeige ich Ihnen gleich. Als erstes möchte ich Ihnen natürlich zeigen, wie einfach auch hier wieder die Konversation geht. Ich drücke hier einmal drauf. Diesmal haben wir ein etwas größeres Display im Gegensatz zu dem Vorgängermodell. Ja, es ist auch sehr großzügig gemacht, schön natürlich auch bunt gestaltet. Und jetzt klicke ich hier einfach meine Sprache ein, die ich gerne sprechen möchte. Ingo, wollen wir uns auf Englisch unterhalten? Lass uns mal auf Englisch unterhalten. Okay, Englisch nehmen wir doch mal hier. UK ist immer gut. Gab's damit wir ganz das offizielle Englisch nehmen. Moment, ja, da haben wir's. Und jetzt kannst du ja mal etwas Englisches reinsprechen, ja, wenn du möchtest. Wir haben jetzt mal auf Englisch-Deutsch umgedreht. Also Ingo ist jetzt zum Beispiel Engländer und ist gerade in Deutschland zu Besuch und möchte etwas von uns wissen. Dann sage ich jetzt mal auf Englisch. Das wird ja gleich übersetzt, was ich sage. Hello, I hear you're a vegetarian. What's your favorite dish and where do you like to eat? Ich habe jetzt also sehr schnell gesprochen und normal. Er hat es jetzt schon hier übersetzt. Und das ist eben das Schöne, es ist auch so kinderleicht, das bekommt jeder. Und hier sehen wir es jetzt auch schon. Hallo, bist du Vegetarier? Was ist dein Lieblingsgericht? Wo isst du gerne? Das ist wirklich toll. Einfach Hallo, so. Bist du Vegetarier? Was ist dein Lieblingsgericht? Wo isst du gerne?
Also man kann es sich auch dann vorlesen lassen. Ist natürlich auch schön, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo im Ausland ist und fragt nach dem Weg. Ne? Das hat man ja auch ganz häufig. Man ist irgendwo fremd, man möchte wissen, wo es zur nächsten U-Bahn-Station geht. Und dann merkt man sich das ja nicht immer gleich. Oh, was hat er jetzt gesagt? Nach links oder nach rechts? Ich vergesse das ja sogar in der Muttersprache, wenn mir da jemand einen Weg erklärt. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel Ingo fragen, hallo, ich muss unbedingt zum Bus. Wo geht es denn hier zur Bushaltestation? Hello, I have to get to the bus. Where is the bus stop here? So, und jetzt kann er natürlich hier antworten. Das ist ein sehr reizender Akzent auf Englisch. Ja. So, jetzt sag ich auf Englisch wieder. Oh, that's very easy. You have to go two streets down, turn left, then turn right, go 200 meters and then turn right and you are at the station. So, das habe ich jetzt schon vergessen. Rechts, links, geradeaus. Wie war das jetzt nochmal? Das habe ich spätestens nach einer Sekunde vergessen. Ja. Und steht hier schon. Ihr überlegt oh, mal. Das ist sehr einfach. Sie müssen zu den Straßen gehen, links abbiegen, dann rechts abbiegen, 200 Meter gehen und dann rechts in Ihre Ex abbiegen. So, und jetzt nehme ich mir den Sprachübersetzer ja mit. So, jetzt habe ich mir noch gemerkt, okay, ich muss erst zu der Straße gehen, dann links und dann rechts. Das habe ich mir vielleicht noch gemerkt. Aber dann stehe ich in der rechten Ecke und denke so, wo muss ich jetzt mal hin? Dann drücke ich noch mal drauf. Das ist sehr einfach. Sie müssen zu ich lösche das jetzt mal, damit wir es uns nicht noch mal vorlesen lassen. Aber da sieht man auch mal, wie schnell das geht. Ne? Also, dass man sich das auch noch mal vorlesen lassen kann. Und hier sieht man eben, wie einfach das geht. Aber wir haben ja noch eine weitere große Besonderheit. Und das finde ich ganz, ganz toll. Denn wir hatten ja auch schon angesprochen, dass man manchmal in einem Restaurant ist. Und jetzt haben Sie zum Beispiel Allergien oder Sie mögen gar keinen Fisch, überhaupt nicht. Und, ja, natürlich. Ja, oder Sie möchten was ganz Besonderes ausprobieren, was in diesem Land typisch ist. Hat man ja auch manchmal, ne? Ich mag das zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo in einem Land bin, dass ich dann auch mal gerne was Landestypisches ausprobieren möchte, mal was Neues, ne? Ich bin da jetzt nicht so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das. Aber ich mag das auch ganz gerne, mal dann was auszuprobieren. Und jetzt habe ich hier so eine Speisekarte. Ne? Ich bin jetzt meinetwegen in Spanien. Und ich habe keine Ahnung, was hier jetzt auf dieser Karte steht. Ich will jetzt aber auch nicht den Kellner ständig fragen, was ist jetzt was. Da müsste man ja alle Seiten übersetzen lassen. Achtung, was ich jetzt nehme. Und zwar, Sie haben hier auf dem Sprachübersetzer ein kleines Kamerasymbol. Und diese Kamera hatten Sie am Anfang schon mal gesehen. Das ist diese hier. Und schauen Sie mal, jetzt mache ich hier keine Selfies mit der Kamera, sondern... Warte, du kannst es ruhig so lassen. Genau. So, und jetzt fotografiere ich mir das hier mal ab, weil das sieht ganz interessant aus. Und jetzt schauen Sie mal, jetzt wird das hier gescannt, ja, mit so einem, wie so einer Art Barcode. Jetzt wird es gescannt und jetzt wird es mir hier vorgelesen. Schauen Sie mal. Das ist natürlich toll. Das geht so schnell. Wir machen das nochmal. Ach, wissen Sie, was wir machen müssen? Wir müssen vorher natürlich auch die Sprache einstellen. Und zwar, das ist jetzt Spanisch. Und ich möchte es jetzt auf Deutsch, also machen wir das noch einmal, weil es so schön und so leicht vor allen Dingen war. Das kriegt ja auch jeder hin, ne? So, und jetzt wird es hier wieder gescannt, natürlich jetzt auf der richtigen Sprache. Gebratener Fisch für zwei Personen, Achtung. Ja, in gebratener Fisch für zwei Personen. Ja, gebratener Fisch für zwei Personen, den nehmen wir, oder? Wir gehen dann zusammen essen. Ja, aber wenn man das so liest, würde ich erstmal gar nicht sehen, dass das für zwei Personen ist und eine große Platte. Nachher bestellt man das und kriegt dann so eine riesen Platte und denkt, oh Gott, das ist wirklich toll. Und man weiß wirklich, man liest vielleicht auf diesen Karten, kann man mit viel Glück Schnitzel erkennen, aber man will ja nicht immer Schnitzel essen, man will ja auch mal was anderes probieren, wie du sagtest. Ja. Eben mal landesüblich. Ich bin auch jemand, der gerne probiert, was in anderen Ländern geht. Und dafür ist das natürlich super praktisch. Wir gucken mal auf pearl.de, was hier da kostet, weil jetzt ist die Gelegenheit. Da kostet er knapp 170 Euro, was schon ein super Preis ist. Aber Sie bekommen es jetzt eben für 129,95 Euro. Sparen nochmal 40 Euro zum TV-Sonderpreis hier mit unserem Deluxe-Echtzeitsprachübersetzer, der eben jetzt noch die Kamera dabei hat, wo wird man dann eben tatsächlich Speisekarten, Schilder, alles übersetzen kann. Ja, und das macht auch so viel Spaß, ne, sich da mal auszuprobieren, was man hier jetzt bestellen kann. Ich fotografiere jetzt mal was ab. Und jetzt können Sie Russisch? Können Sie lesen, was hier steht? Ingo, was steht da? Du kannst es uns vorlesen, ja, ne? Ich übersetze es euch mal. Ahnung. Ich habe es nämlich gerade abfotografiert. Das steht hier. Halt, nochmal draufdrücken.
Da steht, hier lesen Sie es, Bratkartoffeln mit Kohl und einem großen Salat. Und das Ganze kostet 440 Rubel. Stimmt das, was hier steht, Diana? Das ist richtig, ja. Genial. Ist der Hammer, ne? Ja, dass der sogar kyrillische Schrift... Nicht so teuer. Das nicht so teuer? Gut. Ja, wie viel Euro sind das? Ich glaube 5 Euro oder so. Großer Salat 450. Nicht schlecht. Bratkartoffeln mit Kohl und einem großen Salat und das für 5 Euro. Also ich glaube, ich ziehe um. Ich lade dich an. Ja. Aber das ist doch so das Schöne. Ne? Man hat keine Hemmungen mehr. Man lernt nicht nur Land und Leute kennen, sondern auch vielleicht mal neue Spezialitäten, die man dann auch gerne mal zu Hause nachkochen möchte. Mhm. Ja, da erlebt man ja auch mal was im Urlaub ganz, ganz anders. Da kann man auch ganz anders mitreden, wie ich finde. Also ich finde das genial und optisch ist es natürlich auch ein Leckerbissen, oder? Ja, er ist sehr schick und kann 75 Sprachen, aber es ist wirklich beeindruckend, natürlich einmal die Geschwindigkeit, mit der er gesprochenes Wort übersetzt, aber zusätzlich eben diese Kamerafunktion, dass er fremde Schriftarten erkennt. Und das geht dann auch mit Arabisch und Koreanisch, das machen Chinesisch. Wir mal. Das wollte ich jetzt nämlich gerade machen, weil gerade so Schriftzeichen, das ist ja, da könnte man ja Arabisch zum Beispiel, die haben ja diese geschnörkelten Schriftzeichen. Also ja. Selbst wenn ich ein Wörterbuch hätte, ich könnte damit gar nichts anfangen. Nichts. Jetzt bin ich in dem Land und will etwas fragen. Hallo, ich habe Durst. Wo geht's hier zum nächsten Restaurant? Heiligenschein. Moment, ich bin auf falschen Knopf gekommen. Hallo, ich habe Durst. Wo komme ich hier zum nächsten Restaurant? Und jetzt sehen Sie auch gleich die Schriftzeichen. Also keine Ahnung. Keine Ahnung, aber das ist doch toll. Das ist super. Unser Deluxe-Echtzeit-Sprachübersetzer mit Kamera, mit der Bestellnummer NX4906569. Sie sehen, wie viel Spaß wir damit auch hatten. NX4906569 für unseren Echtzeit-Sprachübersetzer mit Kamera, die Deluxe-Version. Genau, und passend dazu, zu unseren Sprachübersetzern, haben wir auch noch eine Mikrofasertasche. Sie sehen ja hier schon einige Fingerabdrücke, weil ich hier ständig rumgetatscht habe. Zum einen dient die natürlich dazu, als kleines Läppchen, um den hier unseren Sprachübersetzer zu putzen. Sehen Sie das, wenn ich hier mal so, da sieht man richtig die Fingerabdrücke. Und wenn ich jetzt so drüber gehe, ist er sauber. Warum zeige ich Ihnen das? Kann man natürlich für die Brille nutzen, für die Sonnenbrille. Ne? Aber es ist natürlich auch ein Schutz für Ihr Sprachübersetzer. Das ist diese kleine Tasche, legen Sie einfach rein, zack. Ist er geschützt? Hier können Sie noch ein bisschen Geld reinlegen oder eine Speicherkarte. Und es passt eben, also beide passen da hinein. Ne? Also das ist genau, also wenn Sie jetzt einen Sprachübersetzer gekauft haben, am besten die Tasche gleich noch mit dazu bestellen. Das ist unsere universelle Mikrofasertasche, eben sehr praktisch zur Aufbewahrung, Transport und auch zum Saubermachen mit der Bestellnummer PE3806569. Das Komplettpaket wäre tatsächlich dann der Übersetzer zusammen mit der universellen Mikrofasertasche mit der Bestellnummer PE3806569. Kostet nicht viel, 4,74 Euro, bestellen Sie es einfach mit dazu. Und um die Sache komplett zu machen, haben wir dann tatsächlich auch noch die Tasche einerseits und das Netzteil. Ein Netzteil. Genau, das Netzteil am besten gleich nochmal dazu bestellen, weil Netzteile kann man immer gebrauchen. Die kriegt man ja fast nirgendwo mehr dazu. Du kriegst zwar immer die Ladekabel, aber die Netzteile sind heute fast nicht mehr dabei. Und dieses Netzteil, damit kann ich den Sprachübersetzer laden, aber auch alle anderen Geräte. Mhm. Ja, Handy, Tablet, alles kann ich damit laden und ich verspittel auch ganz gern mal Netzteile. Ne? Ich verliere die, ich verleihe die und bekomme die nicht wieder. Ich verlege sie und weiß nicht mehr, wo sie sind. Und ich meine ganz ehrlich, für 5,69 Euro, das würde ich auch gleich noch mit dazu bestellen. Unser USB-Netzteil für alle Geräte, auch unsere und besonders unsere Sprachübersetzer mit der Bestellnummer SD2201569. Hier sehen wir nochmal alle Produkte, die wir Ihnen heute vorgestellt haben. Den weißen Übersetzer, den Deluxe-Übersetzer, die Mikrofasertasche und das Netzteil. Bestellen Sie am besten alles zusammen, also einen Übersetzer, der Ihnen liegt, mit dem Tasche und dem Netzteil zusammen, damit Sie das Komplettpaket haben und sofort auf Reisen gehen können und endlich wieder das Leben genießen und vor allem kommunizieren. Mm. Das Richtige auf der, das Richtige auf der Speisekarte finden. Der Deluxe-Übersetzer ist schon sehr stark nachgefragt. Liebe Grüße an die Brigitte. Alles richtig gemacht. Das macht einfach Spaß und es macht Sinn, wenn man unterwegs ist, wenn man Sprachen lernen will. Und Ihnen wünsche ich viel Spaß mit unseren Übersetzern.